Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich teste alle Koreaner in München, suche den besten, beziehungsweise Bibimbap. Und bei dem Koreaner war ich schon mal. Andere Location, war nicht so gut. Haben die gesehen, die meinten, ja, hey, gib uns bitte nochmal eine Chance und kriegst Gutschein und besuch die andere Filiale, weil wir haben zwei. Und jeder weiß, die andere ist schlecht und jeder sagt, die hier ist gut. Jetzt haben sie noch einen dritten Laden und einen vierten Laden. Das ist aber ein neues Franchise. Und das ist aber sehr gut. Deswegen alles klar. Geben wir denen nochmal eine Chance. Zweite Location, die gut sein soll. Der hat mir einen Gutschein geschickt, damit ich hier mal teste. Glaubt ihr, das kann was? Genau, der komplette Flügel hinten ist leider schon ausgebucht. Genau, deswegen das Einzige, was ich noch machen kann, der Tisch hier hinten ist auch. We are waiting for you. Ich bin sehr hungrig, Leute. Die werden gleich zerstört. Wir gehen mal an mit denen hier. Die sehen super crispy aus. Die sind super crispy. Muss man sich halt überlegen. Dadurch, dass sie so super crispy sind, können sie natürlich auch nicht mehr super juicy sein. Aber wenn man mal Bock hat, auch super crispy. Ich mag's crunchy. Magst du auch crunchy? Mhm. Oh, viel Fleisch. Oh. Okay. Sieht sehr gut aus. Sieht echt sehr gut aus, Leute. Das wird gerade nach oben gehört. Ich gebe mir noch mehr Hähnchen. Wie heißt nochmal die rote Soße? Irgendwie ist Gochujang oder sowas. Gochujang, ne? Können die anschauen. So, probieren wir mal die Soße, Leute. Die soll spicy sein. Die ist spicy. Okay, die brennt im Rachen. Nicht zu viel da rein tun. Ja, schau jetzt. Kennt ihr diese Leute, die bei Pho, ohne abzuschmecken, direkt einfach Zeug rein tun? Ja. So wie du. Nee, bei dem habe ich jetzt das abgeschmeckt. Ja, zum Glück. Stellt ihr vor, diese Pho-Leute, die einfach rein tun, würden das jetzt da rein tun. Ja, die würden es bereuen jetzt. Aha, deswegen schmeckt man immer davor. Das ist ja von dieser Soße, Leute. Trüffeljuso, stimmt. Oh. Okay, not bad. Interesting, interesting. Der super crunchige Fingertipp, wie heißt das? Fingerspitze. Tentakelspitze. I know. Hier werde ich zerstören. Danke. Super crispy. Irgendwie ist hier alles super crispy. Das Chicken ist super crispy. Der Chicken Burger von Oni ist auch super crispy. Ich glaube, die fokussieren sich auf super crispy. Ich kann schon mal sagen, viel besser als die andere Filiale. Aber das ist so traurig. Also die andere Filiale macht dieser Filiale eigentlich einen schlechten Namen. Ja, bestimmt. Ja. Für meine Sammlung, Leute. Das Octopus. Lecker. Ich würde es gerne nochmal bestellen, aber
Der Preis lässt es nicht unbedingt zu. Aber sonst würde das Geld locker sitzen. All day, all night, baby. All day, all night, Octopus. Bin ich mal gespannt. Erstmal mit viel Fleisch hier. Das ist noch keine Soße drin, ja? Und das hat Geschmack. Auch ohne Soße. Auch ohne Soße. Das ist extrem selten. Wie viel habe ich jetzt, wo die Soße der Hauptgeschmacksträger war? Übrigens, unser Gutschein reicht nicht für alles hier. Also wir sind nicht bezahlt. Das ist edles Essen. Ja, ist es. For the lady. Gönn dir doch. Safe Top 2. Muss nochmal zurückgehen dann. Paco Renitori momentan auf der 1. Auch nur flüssiges Eigelb, auch sehr stark, auch sehr viel Fleisch. Safe Top 2. Was krass ist, weil die andere Location war so schlecht, dass sie mir extra geschrieben haben und wollten, dass mein Review runtergeht. Was für ein Unterschied. Welten. Dieser Stand auch viel besser. In der Tat. Sehr schmackhaft, Leute. Flavorful. Alles sauber aufgegessen, Leute. Wirklich alles. Passiert selten bei uns, oder? Also an sich nicht, aber in letzter Zeit selten. Boah, Leute. Der Typ hat den Gutschein nicht genommen, weil er überfordert war, neu und nicht weiß, wie das geht. Weiter geht's mit, wir checken alle Koreaner bzw. Bibimbap in München ab. Heute beim gehyptesten Koreaner in München, geführt von Vietnamesen. Es geht ab, es geht auf. Schauen wir mal, Leute. Wings. Eigentlich stehe ich nicht auf Bonus, aber ich war bei einem anderen Laden, die haben, glaube ich, dieselben Besitzer und da war es nicht schlecht. Ja, das hat mich tatsächlich auch angelacht. Und das natürlich, ihr wisst Bescheid, muss. Das hier hatte ich mal hier, Leute, mit dem noch kritischeren Boss. War okay. Da haben wir aber noch nicht die Koreaner abgecheckt. Ihr wisst, Leute, Dimi und ich analysieren die Speisekarte immer sehr gründlich, damit wir das Bestmögliche hier rausholen. Wir haben uns für 4 Gerichte entschieden, aber wir brauchen mehr. Also ein Gericht kann Dimi jetzt frei nach Wahl aussuchen, was ihn anspricht, worauf er Bock hat. In eine Richtung hier ist geil. Dimi hat direkt was auszusetzen, ihr seht gleich noch das Essen, aber ich soll schon mal einen Pommes probieren. Ja, kalt, vielleicht soll es kalt sein, wir müssen mal fragen. So, hier schon mal ein Blick, Leute. Wir müssen noch mal extra Reis bestellen, haben wir verplant. Wir teilen das, aber eigentlich ist es für eine Person. Deswegen kommt nur einmal Reis. So, jetzt noch mal alles. Ja. Passt es jetzt? Ja. Erstmal zu mir. Wiederhol bitte noch mal, was du über die Kamera gesagt hast. Oh mein Gott, die Kamera ist jetzt krass, Mann. Flüssiges Ei, immer sehr geil, Leute. Wir müssen meine Umgehörtechnik entschuldigen, meine linke Hand ist ein bisschen kaputt. Testen wir mal das Fleisch. Oh, guter Geschmack. So, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Emi findet das Bulgogi sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Oh. Okay, wir checken nochmal die Pommes.
Ich gönn dir was. Boneless? Dicken Zeh, ne? Geschmacklich okay. Sind gut? Ich könnte aber Mayo vertragen. Gehört halt aber nicht dazu, die Mayo. Mit Bones? Hey, ich probiere das mit Käse. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Kann man machen. Bisschen schlecht. Okay, KFC besser. Ja, KFC ist harte Konkurrenz in Sachen Bones, Chicken Wings. Gut, das ist deren Business, Mann. Ja. Vor allem Ding, Dienstags, Chicken Tuesday, Preis-Leistung, muss man erstmal rankommen. Ich schmeck dieses Käse-Ding, was du unbedingt wolltest. Also, für mich ist es, man schmeckt einzelne Komponenten, es ist scharf, Käse und Gemüse alleine, es ist kein Zusammenspiel. Probieren, okay. Aber du musst auch Soße drauf machen. Welche Soße? Hier unten ist scharf. Achso, also, okay, ja. Verstehe. Irgendwas ist mit Käse überbacken, Leute. Gemüse, also ist auch Chicken drin? Ah, Chicken, ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Schon, gell? Ja, ist halt. Okay, du schmeckst Käse, du schmeckst Gemüse, du schmeckst Chicken, du schmeckst Soße. Aber nichts zusammen. Ja, es harmoniert nicht zusammen. Mhm. Als würdest du alle vier nacheinander in deinem Mund tun. Boneless, Bibimbap, dieses Käse-Ding. So, dafür sind wir. Schauen wir mal. So. Nochmal Bibimbap. Nicht das Schlechteste, was ich hatte, aber auch nicht das Beste. Also gutes Mittelfeld. Dafür haben wir nicht das andere Gewicht genommen, sondern das hier. Wieso? Vielleicht hätte das andere richtig geil geschmeckt. Okay, das kann sein, ja. Wissen wir ja nicht. Ja, man muss auch ein bisschen sicher spielen, Mann. Wir hatten die Auswahl, aber bitte. Bin mir geschockt zwischen zwei Sachen. Eins, das klang super crazy, hätte aber auch nach hinten losgehen können. Also hätte richtig eklig sein können, aber hätte auch richtig geil sein können. Man weiß es nicht. Wir werden es sicher rausfinden. Das hier ist halt safe. Es ist Gemüse mit Fleisch. Schmeckt geil, ist gut. Aber wir werden nie herausfinden, ob das andere nicht super krass war. Das war dafür auch, ne? Das war dafür, ja. Das war jetzt nicht schlecht vom Geschmack, aber das hat einfach. Das war für mich schon sehr stimmig. Mhm. Ja. Das war sehr enttäuschend tatsächlich. Ich habe erst gedacht, mit so Käse und so, Käse nochmal Geschmacksträger wegen Fett. Das hat mich leider echt enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ja. Also ich bin auch kein Fan davon. Also ich hatte es auch nie, aber ich werde es auch nie nochmal haben. Wie gut läuft denn der Laden hier eigentlich? Das ist der beliebteste Koreaner in München. Krass. Aber Hype. Hype, gell? Das ist nicht der Beste. Aber ist nicht schlecht. Schlecht ist er nicht. Aber es riecht fischig. Riech mal. Es riecht echt fischig. Ja, ist doch. Schmeckt halt nach dieser Soße, die sie reingelegt haben. Ja. Aber weißt du, in welche Richtung das geht? So ein bisschen. Richtung, dass du so Richtung Oktopus. Ja, stimmt. Das stimmt. War die sehr scharf oder nur leicht scharf? Nein, die war leicht scharf. Okay. Das heißt, du weißt jetzt auch, wer es war. Ja. Kennst du den auch? Ja. Oh mein Gott, hat er sich dazu gerechtfertigt? Aber ist doch egal, soll er weiter pumpen.
What's what? Das war wie mir ein wenig zu wenig Reis. Er sagt, so wenig Reis wie die dazugeben, könnt ihr das gleich als Low Carb bewerben. Weiß ich, die haben dieses irgendwie so perfektioniert, den Crunch, die Panade. Fun Fact zu diesem Laden, Leute. Das ist mein drittes Mal hier. Das zweite Mal haben wir, war ich hier privat hier. Ich habe damals auch kein Food gemacht. Okay. Wir haben einfach nur gechillt und so diesen Eintopf-Ding, den du gedisst hast, probiert. Das erste Mal war ich hier mit Chong. Das war hier Eröffnung, die hatten nur Pop-Up, also innen war noch zu. Und die hatten nur Fried Chicken. Das war, glaube ich, der erste Korean Fried Chicken in München. Und vor diesem Besuch habe ich die schlimmste Scheißerei meines Lebens bekommen. Die schlimmste Scheißerei 2022, glaube ich. Also dieser Laden bleibt mir für immer in Erinnerung. Dann schauen wir mal morgen, was passiert. Auf jeden Fall für die Erfahrung, Leute, damit ihr auch Bescheid wisst. Dieses Käse-Hähnchen-Ding hat uns nicht getaugt. Es ist auch, glaube ich, noch halb voll. Das war... Ja. Nein. Man kann nichts gegen die einzelnen Komponenten sagen. Nee, schlecht ist nicht, aber... Nein, aber die Komponenten, so wie die hier zusammengesetzt sind, das ist halt kein einzelnes Gericht. Das sind halt... Wir haben alles einfach zusammen draufgeklatscht. Boah. Ich hab keinen Vergleich, Leute. Es ist kein Gogeta oder Vegeto-Fusion. Sondern das ist für One Piece, dieser Frankie-Style, wo alle sich einfach nur andocken. Oh mein Gott. Knuspriges Stück, darauf stehen manche. Ja. So 10 Euro, fast 10 Euro, mal 98 für so Cake. Und das wird, wenn es so ist wie dir, wird es halt so ein Stück. Wir brauchen einen Namen. Weil Tati und ich, wir nennen uns das goldene Duo, das goldene Food-Tester-Duo. Oh mein Gott, wie er das geklaut hat, Mann. Aber wir brauchen auch einen Namen. Aber wir sind die Sparsamen, wir achten mehr auf die Preise. Ja gut, wir achten auf Preis-Leistung, Mann. Genau, deswegen brauchen wir als Duo, als Team, einen Tag-Team-Namen. Also, ich kann mir vorstellen, dass das schon vom Patissier wurde. Also edel sieht schon aus. Ja. Okay, warte, lass mich hier finishen. Mach durch. Wir finishen das hier noch schnell. Mach dir keinen Stress, ist in Ruhe. Danke für die Nachspeise, Leute. Kuss geht raus. Haben wir auch Chance bekommen. Das ist der Camera-Bonus. Fazit. Fleischgerichte, die Rindfleischgerichte top, oder? Ja. Also das eine ist schon besser als der Eintopf hier. Das war wirklich super stimmig, da kann ich auch nichts sagen. Da ist mein erstes koreanisches Rindfleischgericht, das kann ich keine 10 geben, aber es war schon sehr weit oben. Ja. Ja, doch. Ja. Hast du schon mal Kimchi gegessen? Ja, tatsächlich schon. Ja. Wie findest du Kimchi? Lass mal hier probieren. Bisher habe ich, weiß nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin kein Fan von Kimchi. Der überzeugt mich nicht. Soll sehr gesund sein. Fermentiert halt und so. Mhm. Kann man essen? Sogar einen Ticken schärfer, als ich es kenne. Ja, schon. Aber ist jetzt nichts, wo ich auf Masse essen würde, aber so als Snack ist es ganz gut. Ja? Das ist der Oreo Cube Cheesecake, Leute. Genau. Und der Matcha Mini Tart. Genau.
looks fancy. Auf jeden Fall. Komm, ich finde ihn sehr gut. Oh, ich finde ihn sehr gut. Ja. Lustige Geschichte gerade, Leute, erzähle ich euch draußen. Ich probiere es mal. So. Ich habe schon probiert, das ist schon alles gut. Das ist gut, das ist gut. Dann seht ihr einen Blick in die Mitte. Sehr gut, sagt er. Ja. Oh, wow. Und das Kranke ist, letzte Woche hatten wir schon einen geilen Cheesecake. Und der ist auch sehr geil. Oh wow, okay. Vielen Dank. Sehr gut. Ich muss sagen, Matcha ist nicht so mein Ding. Meinst du auch nicht? Ja. Schmeckt. Okay. Aber der war halt krass. Der ist Bombe. Ja. Also vor allem, ich habe jetzt gedacht, als es so ein normaler Oreo-Boden war, dachte ich mir, der kann jetzt nicht so krass performen. Mhm. Aber durch diese Creme Zusammenspiel mit dem Oreo-Boden, ja, das war. Ich sag's mal so, Leute, der war so gut. Ich würde gern den Rest probieren. Ja. Lotus Cheesecake, Coconut Tiramisu, Panna Cotta, Earl Grey Lotus Pinks. Oh, Earl Grey Lotus Pinks? Ja. Oh shit. Ich glaube, man sieht sie nochmal. Und ich sag's dir ehrlich, Matcha ist nicht mein Ding, ne? Selber. Also ich fand den okay. Der ist gut? Ja, der ist aber gut. Auch, weil der Matcha-Flavor jetzt nicht so stark rauskommt. Richtig. Er kommt aber raus. Er kommt raus. Ja. Er kommt genug raus. Ja. Genau. Also für mich, der Cheesecake wäre eine 10 von 10, wenn er preislich etwas weiter unten wäre. Verstehe ich. Ja. Geschmacklich, die Desserts. Überrascht, also die haben. Ja. Das war so ein unerwarteter Uppercut. Wollen wir noch was probieren? Nee. Ich bin gerade an meinen Grenzen. Du bist schon an den Grenzen, okay. Und also wenn ich nochmal. Also nee, ich meinte ja auch desserttechnisch. Ja, nein, schau. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn wir jetzt nur eins davon probieren und dann noch drei überlassen, die wir auch noch probieren wollen. Okay, stimmt. Weil wenn. Dann müssen wir alles nochmal probieren. Okay, machen wir dann. Aber nicht jetzt. Okay. So Leute, ein bisschen verdauen. War super. Also, Dessert war super. Essen war ganz gut. Neben uns war so eine ältere Dame. Die kannte mich von TikTok. Was mich immer wundert, weil für mich ist TikTok so eine App für die jungen Leute. Für die. Schon, gell? Ja, ja. Wir haben ein bisschen geredet, weil. Früher gab es da noch so ein Pop-Up innen drin, Nuna, den hat sie voll gefeiert und ich habe den eigentlich auch gefeiert und heute war sie nicht zufrieden mit dem Essen, wir haben ein bisschen geredet, was hat ihr nicht getaugt und so weiter. Da meinte sie, ich soll mal meine Kontakte spielen lassen, dass ich ihr Nuna zurückbringe. Ich so, ja sorry, aber die Chefin redet nicht mit mir, die hat mich mal gekorbt und seitdem, ich kann ihr keine Nachricht mehr schreiben. Koreaner Baby ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Weil die Bang-Mi-Reihe dazwischen kam. Aber auch da haben wir noch ein paar vor uns. Nicht mehr so viele. Wobei doch eigentlich schon noch recht viele. Bester Koreaner in München. Wir suchen weiter. Anju ist auf jeden Fall der beliebteste. So sehr hip. Schönes Interior. Viele junge Leute gehen dahin. Und der ist stabil. Der ist sehr gut. Mit momentan sehr geiler Nachspeise. Alter. Jetzt beim Schneiden ist es mir wieder eingefallen. Die Nachspeisen muss ich nochmal abchecken. Die sind heftig. Und Yuyumi ist stark, bisschen teuer, ist bisschen gehobener, machen aber auch Streetfood in ihrem Orni, Tochterunternehmen, das sogar zwei Filialen mittlerweile hat. Stabile Läden,
Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zack-Kanal. Serious Business und ciao!